Data Researches. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik und Professor für Industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches Vlog beleuchtet Professor Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Heute geht es bei Data Researchers um Gaia X und die Frage, wie Unternehmen daran teilhaben können. Ja, heute möchte ich noch einmal zu Gaia X sprechen. Gaia X verfolgt das Ziel, Daten- und Cloud-Souveränität für Europa zu stärken. Was ist das eigentlich? Das bedeutet, dass Datengeber Transparenz und Kontrolle darüber behalten und ausüben können, was mit ihren Daten passiert, wenn sie sie teilen. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass Datennutzer vertrauen können, dass die Daten, die sie verwenden, aus vertrauenswürdigen Quellen kommen. Gaia X schafft eine vertrauenswürdige Dateninfrastruktur. Und dafür haben sich gestern 22 Organisationen aus Frankreich und aus Deutschland bekannt und haben beschlossen, eine Non-for-Profit-Organisation nach belgischem Recht in Brüssel zu gründen, um eben halt auch dem europäischen Gedanken Rechnung zu tragen. Fraunhofer und die IDS Association sind Founding Members, sind also Gründungsmitglieder, und darüber sind wir sehr stolz. Die Gaia X Foundation wird also das Zuhause bieten für die Gaia X Community. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, denn es geht darum, dass wir europäische Werte im Umgang mit Daten verfolgen und diese auch stützen und dafür Lösungen entwickeln. Und diese Werte sind auf der einen Seite Offenheit, Transparenz, Interoperabilität und Trust. Und deshalb ist es auch so, dass die Gaia X Foundation allen offen steht, die diese Werte mit uns teilen. Und die Gaia X Foundation ist auch darauf angewiesen, dass möglichst viele Unternehmen aus Europa, aber auch aus anderen Teilen der Welt daran mitwirken, um diese gemeinsame Vision Realität werden zu lassen. Wer darüber genaueres wissen will und Interesse hat, sich daran zu beteiligen, der möge bitte im Internet die Seite aufrufen data-infrastructure.eu.